Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Und der Gerichtshof schützt ihre Rechte aus dem Unionsrecht. Wenn also ein Unionsorgan eine Entscheidung trifft, die ihre Interessen beeinträchtigt, können Sie diese Entscheidung direkt beim Gericht, einem der beiden Gerichte, aus denen der Gerichtshof der EU besteht, anfechten. Die Gesetzgebung der EU richtet sich jedoch zu einem großen Teil nicht unmittelbar an die Bürger, sondern kommt über die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen zur Anwendung. Das bedeutet, dass nationale Gerichte Unionsrecht anwenden und dass sie sich vor einem nationalen Gericht auf Unionsrecht berufen können. Falls erforderlich, können die nationalen Gerichte dem Gerichtshof Fragen stellen, um zu klären, ob Unionsrecht gültig ist oder was es bedeutet. Und damit auch festzustellen, ob nationale Rechtsvorschriften und Praktiken mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Das bedeutet auch, dass Sie sich an ein nationales Gericht wenden können, wenn Sie der Meinung sind, dass ein Land gegen Unionsrecht verstößt. Falls erforderlich, kann das nationale Gericht dann den Gerichtshof fragen, ob nationales Recht gegen Unionsrecht verstößt. Sie können aber auch bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde einreichen. Die Kommission prüft Ihre Beschwerde und leitet gegebenenfalls ein Verfahren gegen den Mitgliedstaat wegen Verstoßes gegen Unionsrecht ein. Dies kann schließlich dazu führen, dass der Gerichtshof über die Sache entscheidet. Diese Rechtsschutzmöglichkeiten, über die der Gerichtshof wacht, stellen sicher, dass alle Bürger in ganz Europa gerecht behandelt werden und die Rechte von 500 Millionen Menschen aus dem Unionsrecht geschützt werden.